Die Bezeichnung Probatorik, von lateinisch probare ist gleich, ausprobieren, meint die anfänglichen Sitzungen vor dem eigentlichen Beginn einer Psychotherapie. Nach der Psychotherapierichtlinie hierbei wird der Patient nach seinen Beschwerden befragt. Aufgabe des Psychotherapeuten ist es zu klären, ob eine psychische Störung vorliegt, gegebenenfalls welche, wie diese verursacht und aufrechterhalten wird, ob diese erfolgreich innerhalb eines bestimmten Stundenkontingents mit Psychotherapie behandelt werden kann und wie die Therapieinhalte gestaltet werden sollen. Soll eine Langzeittherapie in einem Richtlinienverfahren bei der gesetzlichen Krankenversicherung beantragt werden, muss der Psychotherapeut immer einen anonymisierten Bericht verfassen mit noch weiteren Inhalten, der von einem Gutachter gelesen und überprüft wird. Der Gutachter kann die beantragten Therapiestunden befürworten, kürzen oder nicht befürworten. Dessen Stellungnahme wird der Krankenkasse des Patienten übermittelt, welche über den Therapieantrag entscheidet. Die Anzahl möglicher probatorischer Sitzungen ist in der gesetzlichen Krankenversicherung begrenzt. Oft werden 5 probatorische Sitzungen durchgeführt. Die Bewilligung des Antrages nach Antragstellung kann einige Wochen dauern. Eine Überweisung ist nicht erforderlich für die probatorischen Sitzungen bei einem psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten. Der Start in eine Psychotherapie beginnt mit den sogenannten probatorischen Sitzungen. Der Klient-Patient hat in dieser Zeit die Möglichkeit herauszufinden, ob der Psychotherapeut ein geeigneter ist. In diesem Zeitraum wird geklärt, ob die beabsichtigte Psychotherapie bei der vorliegenden psychischen Störung erfolgversprechend und die Zusammenarbeit zwischen Klient und Psychotherapeut tragfähig ist. Sollten diese Bedingungen erfüllt sein, so wird ein Antrag bei der jeweiligen Krankenkasse gestellt, um zu klären, ob eine Psychotherapie überhaupt sinnvoll ist und ob Patient und Behandler zueinander passen. Übernimmt die Krankenkasse vorab bis zu 4 probatorische Sitzungen und abhängig von den gewählten Therapieverfahren vor April 2017 waren es noch 5 BZW bis zu 8 Sitzungen je nach Therapieverfahren. Sie werden über die Chipkarte der Krankenversicherung abgerechnet. Diese Kennenlernsitzungen dienen den Patienten dazu, es größer als sich in Ruhe darüber klar zu werden, ob er einen geeigneten Psychotherapeuten gefunden hat. BSPW, therapeutischer Stil, Persönlichkeit, Geschlecht. Auch für Beihilfeberechtigte und bei vielen Privatversicherten sind probatorische Sitzungen vorgesehen. Bei Privatversicherungen, deren Tarif nur eine bestimmte Zahl von Sitzungen pro Jahr vorsieht, wird dagegen die Unterscheidung zwischen probatorischen und normalen Sitzungen nicht gemacht. Bei einigen Versicherungen ist dann auch ein ausführlicher Psychotherapieantrag erforderlich. Oft reicht hier die ärztliche Bescheinigung einer einschlägigen Diagnose aus. Besonders bei manchen Beihilfestellen kann es vorkommen, dass sich diese gegen die Durchführung von bis zu 4 probatorischen Sitzungen bei jeweils unterschiedlichen Behandlern wehren. Sie berufen sich darauf, dass die Beihilfevorschriften nur pauschal von 4 zu gewährenden probatorischen Sitzungen sprechen, ohne diese Formulierung auf einen oder mehrere Behandler zu beziehen. Die betreffenden Kostenträger stellen sich also auf den Standpunkt, dass es sich um eine Gesamtzahl handelt und nicht darum, dass man pro ausprobiertem Psychotherapeuten bis zu 4 finanzierte Sitzungen beanspruchen darf. Diese Auslegung widerspricht jedoch dem Sinn der Vorschriften, denn wenn ein Patient oder der Psychotherapeut, er hat auch das Recht, nein zu sagen, erst nach 5 probatorischen Sitzungen zu dem Ergebnis kommt, dass beide Partner doch nicht zueinander passen, hätte der Patient keinerlei weitere Chancen mehr, einen neuen Psychotherapeuten kennenzulernen. Andererseits kann man verstehen, dass ein Kostenträger skeptisch wird, wenn derselbe Patient Rechnungen über 40 probatorische Sitzungen bei 8 verschiedenen Behandlern einreicht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.